Und wir sitzen jetzt in dem Tübinger Marktplatz TV. Und hier gab es schon eine ganze Reihe von Interviews und Gesprächen mit verschiedenen Leuten, die alle erzählt haben, wie es ihnen so in Corona-Zeiten geht. Und was wir alle wissen, sind Restaurants sind geschlossen, Bars sind geschlossen, viele Läden sind geschlossen. Und wir haben uns natürlich jetzt auch die Frage gestellt, was passiert eigentlich mit so einem Gericht? Also das Gericht ist nicht geschlossen, obwohl es in der Zeitung so ein bisschen rüberkam. Das darf auch nicht geschlossen sein, weil auch in diesen Zeiten noch Verhandlungen stattfinden. Reduziert, aber es finden noch Verhandlungen statt. Heute war auch eine, bis vorhin, bis 17 Uhr etwa, dann haben die aufgehört. Und wenn eine Verhandlung stattfindet, die ist grundsätzlich öffentlich, dann müssen die Leute, wenn sie sich interessieren, auch reinkommen können. Mhm. Und das tun sie auch. Tatsächlich? Ja. Oder kommen heute immer noch Leute und gucken zu? Oder? Es kommen, muss man jetzt sagen, so gut wie keine Leute. Mhm. Aber wir müssen damit rechnen, dass einer kommt. Mhm. Das könnte ja einem einfach langweilig sein. Und es könnte kalt sein draußen, das ist jetzt heute nicht der Fall gewesen. Und dann muss er reingelassen werden und ist dann die sogenannte Öffentlichkeit. Also dieser Öffentlichkeitsgrundsatz wird gewahrt, sonst könnte man das Urteil anfechten, sage ich jetzt mal untechnisch und verkürzt. Also diesen reduzierten Betrieb fahren wir. Die Zeiten sind ungewöhnlich, ich bin jetzt 35 Jahre dabei und habe sowas noch nie erlebt, wie natürlich das noch keiner erlebt hat, weder privat noch an seinem Arbeitsplatz. Eltern und Großeltern erinnern sich vielleicht an Kriegszeiten. Das kommt ja jetzt so raus, wie es damals war. Die haben wir jetzt Gott sei Dank nicht, aber jedenfalls ganz ungewöhnliche Zeiten. Aber wie macht ihr das jetzt, wenn jetzt neue Fälle an, also setzt ihr auch neue Verhandlungen an oder arbeitet ihr die Sachen ab, die ihr noch habt, oder wie macht ihr das? Also bei uns ist jetzt das Problem, dass sich bei uns durch Zeitablauf im Prinzip nichts erledigt. Also in der Schule ist der Unterricht halt irgendwann mal endgültig ausgefallen, der wird dann irgendwann auch nicht mehr nachgeholt. Aber der Fall, der bei uns anlandet, der erledigt sich normalerweise nicht. Der muss also irgendwann abgearbeitet werden. Es ist so, dass wir bis 19. April, das ist jetzt diese Ruhephase, sage ich mal, die normalen Fälle, die nicht eilig sind, alle aufgehoben haben und verlegt haben. Und bei mir persönlich geht es jetzt weiter am Dienstag, das ist, glaube ich, der 21. April. Da habe ich 3 oder 4 Fälle drauf. Ich gehe jetzt ehrlich gesagt nicht davon aus, dass man die verhandeln kann. Ich glaube nicht, dass man die Schleusen öffnet. Und ich glaube auch, dass die Leute unter Umständen nicht kommen wollen. Weil werden die nicht ungeduldig, aber es geht ja jetzt nicht nur um Ehescheidungen. Das kann ja auch blöd sein, wenn man das nicht durchziehen kann. Aber da geht es ja wahrscheinlich dann auch um die Frage, muss jemand von der U-Haft ins Gefängnis oder darf raus oder so? Ja, also die Strafsachen, wo es um Freiheitsentziehungen geht, da, die müssen wir verhandeln. Die müssen wir unabhängig davon, ob der kommen will, verhandeln. Da gibt es bestimmte Fristen, die sind jetzt seit gestern oder vorgestern durch ein neues Gesetz etwas gelockert worden, da ist aber Druck drauf. Aber bei mir zum Beispiel, bei normalen Zivilstreitigkeiten, die sind oft nicht so eilig. Die können jetzt auch eilig sein, der Mieter zahlt nicht, der Vermieter will den raushaben, hat gekündigt und will jetzt einen Vollstreckungstitel. Der wird jetzt nicht ewig warten wollen. Und dann gibt es natürlich jetzt auch Fälle, die, ich habe jetzt nicht viele Fälle, wo die Hecke rüberwächst oder die Mauer zu hoch ist. Das ist jetzt vielleicht nicht total vordringlich. Aber es gibt ja auch Sachen, wo man jemand möglicherweise, also wie macht ihr das mit Familien zum Beispiel, wo man Kinder in Obhut nehmen muss oder so? Das wird behandelt. Die Jugendämter arbeiten auch. Die sind ja da zuständig, melden sozusagen die Notlage. Und Sorgerechts-, Umgangsrechts- oder Aufenthaltsbestimmungsrechtsentscheidungen, die muss man treffen. Und habt ihr auch schon den Eindruck, dass das, was jetzt häufig in der Zeitung steht, dass es mehr solche häuslichen Gewaltsituationen, Stress in Familien, kommt das bei euch schon an oder merkt ihr das? Also das ist noch zu frisch, als dass es ankommen würde. Das sind jetzt ja so Psychologen, die das voraussagen. Das ist sicher nicht ganz falsch, das ist sozusagen wie Weihnachten ohne Ende. Sozusagen der maximale Familienstress. Aber die Leute sind ja noch nicht kaserniert.
Weiß man schon eigentlich, wie das in Italien oder in Spanien ist oder so? Haben wir noch gar nichts gehört? Wisst ihr nicht? Da habe ich keine, Kontakte. Mhm. Ich glaube, da gibt es jetzt auch keine Erhebungen, die haben jetzt andere Sorgen. Mhm. Also in China haben sie mal, stand mal irgendwo in der Zeitung, seien die Scheidungsraten explodiert jetzt in der Zeit, aber das ist vielleicht auch einfach eine blöde Fake-Geschichte. Ja, also das glaube ich jetzt nicht, dass man jetzt so ausrastet zu Hause, weil man es nicht mehr aushält, das ist schon denkbar, aber ich glaube, dazu ist die Situation noch zu frisch und man darf ja auch noch raus. Wie sieht es denn, die nicht mehr raus dürfen, sind ja die Leute, die im Gefängnis sitzen, was, wie sieht es da aus in den Gefängnissen, habt ihr dann Eindruck, könnt die ganze Freizeitaktivitäten und die haben dann wahrscheinlich auch keine Besuche mehr, ja, oder? Genau, also wir sind jetzt nicht unmittelbar für das Gefängnis zuständig, aber die sind halt um die Veränderungen. Es gibt eben ein Besuchsverbot, die dürfen zum Ausgleich mehr telefonieren, kriegen auch irgendwie mehr Geld zum Telefonieren. Die sogenannten vollzugslockernden Maßnahmen, man darf begleitet raus, um sich an die Freiheit zu gewöhnen, sind ausgesetzt. Also das ist jetzt schon auch im Vollzug ein Shutdown. Das ist ein doppelter Shutdown. Doppelter Shutdown, genau. Also noch mehr Shut und noch mehr Down. Und wir haben auch die Auflage jetzt in Bezug auf Gefangene, die Kontakte zu minimieren und machen deshalb die Anhörung per Video. Mhm. Also kurz zur Erläuterung, wenn ein Gefangener die Chance hat, eine Halbstrafen- oder Zweidrittelentlassung zu bekommen, darf sozusagen früher raus, die Reststrafe wird zur Bewährung ausgesetzt, dann muss er angehört werden. Die Anhörung funktioniert so, der kommt von Rottenburg normalerweise zu uns, wird vom Richter angehört und wird zurückgebracht. Und jetzt ist es ja ein intensives Transport- und Kontaktgeschäft und deshalb hören wir die Gefangenen über eine Videoanlage an. Müssen die da ihr Einverständnis erklären? Ja. Die müssen zustimmen, wobei die jetzt natürlich in diesen Zeiten schon zustimmen, weil man muss sagen, sonst wäre möglicherweise die Anhörung nicht durchführbar. Und der Eindruck, den man gewinnen kann, der ist jetzt nicht gemindert, wenn der auf dem Bildschirm ist. Es gab ja auch so Gerüchte, dass jetzt die Gefängnisse sozusagen geleert werden von denjenigen, die man potenziell entlassen kann. Aber da ändert sich eigentlich in der Praxis wahrscheinlich nichts bei euch, oder? Oder gilt das für zum Beispiel für Leute, die sowieso abgeschoben werden? Beschleunigt sich das? Also das kann ich jetzt nicht sagen, ob einer, der abgeschoben wird, jetzt schneller. Ich meine, jetzt nach Afghanistan schiebt man zum Beispiel nicht mehr ab. Also die Abschiebung als solche wird jetzt vermutlich auch vermindert. Und es ist aber so, dass die sogenannten Ersatzfreiheitsstrafen, also ist jetzt einer im Gefängnis, weil er die Geldstrafe nicht zahlen kann, die werden jetzt ausgesetzt. Das heißt, die kommen gar nicht ins Die kommen nicht rein oder kommen raus. Ach so, tatsächlich. Also, und dann bleibt halt die Schuld, soweit sie nicht abgegolten ist, durch Freiheitsstrafe bleibt bestehen. Aber man will jetzt den Vollzug von diesen Menschen, die keine originären sind, die rein müssten, entlassen. Das ist jetzt so ein bisschen der Randbereich. Wie müssen wir uns vorstellen, dass jetzt in Zukunft eure Verhandlungen dann mit Maske stattfinden? Oh. Habt ihr eine Maskendiskussion? Ja, wir haben eine Maskendiskussion. Wir haben einen Kollegen, habe ich gehört, der mit Maske verhandelt hat an einem Amtsgericht. Wir haben bei uns einen älteren Kollegen, der vielleicht der Risikogruppe angehören könnte, der um sich so eine Scheibe aufstellt. Das ist jetzt, würde ich mal sagen, okay. Wir haben jetzt für die Doppelarbeitsplätze auch Scheiben gekauft, um die Ansteckungsgefahr zu vermindern. Das ist für mich auch so ein bisschen ein Horrorszenario. Also wenn wir jetzt ein halbes Jahr keine normalen Fälle verhandeln können, dann sind wir abgesoffen. Und die Leute kommen nicht zu ihrem Recht. Ob man dagegen halten kann und sagen, gut, dann verhandeln wir mit Masken, ich kann es mir jetzt nicht wirklich vorstellen. Man hat einer eine Maske, der andere hat keine. Es gibt auch Maskenunverträglichkeit, wie ich seit gestern weiß. Also, das ist ein Feld, da will man sich jetzt nicht so wirklich damit befassen. Gibt es irgendwie so Verhandlungen mit in Zoom oder so? Das ist noch nicht vorstellbar, oder? Es gibt Verhandlungen im Zivilbereich, die man praktisch über Videokonferenz machen kann.
aber nur in Teilen. Man braucht die Ausrichtung dazu, es ist ein Problem der Öffentlichkeit. Wir müssten das im Grunde so veranstalten, dass ein Zuhörer kommen könnte. Ach so, ja, stimmt. Muss ja auch öffentlich sein. Sind wir wieder bei der Öffentlichkeit. Also wir sind halt sozusagen im Verfahrensrecht, das von 1879 stammt, weitgehend und haben jetzt das Corona-Problem 2020 und das ist nicht durchgängig kompatibel. Gilt aber eigentlich für alles, was sozusagen der Öffentlichkeit verpflichtet ist. Also überall, wo Öffentlichkeit verlangt wird, hat man jetzt ein Problem, muss es entweder einstellen oder sich was Neues dazu überlegen. Ja, genau. Und die Technik ist natürlich auch weitgehend nicht da. Wir haben jetzt zwar die Homeoffice-Arbeitsplätze, die sogenannte VPN. Und dürft ihr eure Akten einfach mit nach Hause schleppen? Die darf ich mit heimnehmen. Ich habe meistens auch welche dabei in meinem Fahrrad. Die sollten nicht abhanden kommen, aber ich kann sie zu Hause bearbeiten. Ich darf sie jetzt nicht meinen Freunden vorlesen, aber, aber zur Bearbeitung darf ich sie heimnehmen. Aber diese Video- und Elektrifizierungsgeschichten haben natürlich schon Datenschutzprobleme. Also wenn ich jetzt über diese Zoom-App oder wie die Dinger heißen, mit welchen konferiere, ist das kritisch. Und ihr habt überhaupt keine geschlossenen Systeme, sozusagen so eine Justiz-App oder so irgendwas? Also wir haben natürlich das Landesverwaltungsnetz, wir haben das interne Outlook, aber das Videoübertragung geschlossen, Skypen sozusagen geschlossen, das haben wir im Moment noch nicht, weil das brutal viel Energie, sage ich mal, laienhaft, brutal viel Datenmenge frisst. Und dieses BigBW, das ist unser interner Versorger, die sind maßlos überlastet. Was man ihnen jetzt nicht vorwerfen kann, weil das kam von einem Tag auf den anderen. Naja, und wie geht es jetzt denn? Ihr seid nicht direkt zuständig, aber die Leute, kümmert ihr euch jetzt zum Beispiel auch so um Leute in der JVA, wenn ihr, schickt ihr da Psychologen rein? Oder wie hat man da schon so eine Vorstellung, wie sich das entwickelt, wenn da alle langsam sauer werden? Also da müssten wir jetzt vielleicht den JVA-Leiter fragen. Die Gefängnisse, die Vollzugsanstalten, die haben Psychologen. Sowieso und unabhängig von dieser Situation. Ich glaube nicht, dass es nach der kurzen Zeit schon durchschlägt im Sinne eines Lagerkollers. Ja, ja, so stellt man sich's vor. Ja, genau. Also Quarantäne, Schiff, schon wie auf dem Kreuzfahrtschiff halt. Was weniger noch soll ja. Ja, genau. An Land und ohne Essen ist nicht so gut. Aber das ist wahrscheinlich mittelfristig schon ein Problem. Das wird sicher ein Problem, auch die ganzen Sportveranstaltungen zu sehen. Klar. Ich meine, der Bundesliga-Anhänger, der fühlt sich jetzt auch schon bestimmt. Gucken, Fernseher ist auch nicht mehr. Genau. Naja, wir werden sehen, können wir vielleicht in 4 Wochen nochmal drüber reden. Ja, also es ist schon für uns alle ja eine interessante Zeit und man fühlt sich als Richter, der jede Woche Verhandlungen hat, das ist ja sein Tagwerk, sein Produkt. Und manchmal gehen die Leute auch zufrieden. Dann hat man was erschaffen. Und da fühlt man sich jetzt sozusagen etwas nutzlos. Also so ist die, gut, ich mache jetzt überwiegend Verwaltung. Die Verwaltung geht ja immer, das ist ein kleiner Trost. Auch wenn die Welt untergeht, geht die Verwaltung irgendwie weiter. Es gibt ja ganz... Weltuntergang kann man auch verwalten. Genau, es gibt ja ganz skurrile Situationen, die habe ich jetzt auch erlebt, aber ich habe mich daran gewöhnt und gewinne dem etwas Gutes ab. Also 3 Tage nach Krisenbeginn mit der Anweisung, schick alle heim. Die Arbeitszeit spielt jetzt keine Rolle, Zeiterfassung, schickt alle heim, es geht um den Schutz. Da kam dann so ein Schreiben des Controllers. Der Controller erfasst alles, also auch den Weltuntergang. Man soll jetzt erheben, wer warum, wie lange daheim ist, ob Kinderbetreuung, ob krank, ob nicht kommen dürfen. Und ein Viertelstunde-Takt. Das ist total irre. Ja, er sagt, das wäre fake, ist es aber nicht. Der das war keiner Prinzschatz. Der arbeitet halt weiter. Ja, genau. Und damit muss man sich natürlich auch befassen. Ja. Aber das ist, glaube ich, überall so. Das ist an der Uni auch so ähnlich. Also man kriegt ja auch jeden Tag gesagt, was man alles nicht tun darf und trotzdem aber tun muss oder sowas ähnliches. Und ich glaube, man gewöhnt sich mit so einer Durchwurstelmentalität, die vielleicht uns manchmal ganz gut tut, wenn wir es auch wieder lernen. Ja, und man muss sich auch damit abfinden, dass der, der einem jetzt das Schreiben schickt, das nicht böse meint, sondern erledigt seine Arbeit. Ja. Und versuchen wir es alle, unsere Arbeit zu erledigen irgendwie. Ja. Rainer, wir sind schon durch. Stell dir mal vor,
Echt? So schnell ging das. Ja, das ist schon Wahnsinn. Ich habe jetzt zu viel gequasselt. Nein, das war doch wunderbar. Vielen Dank jedenfalls.